Herzlich willkommen im Paradies Hitzendorf. Die Einheimischen lachen meistens, wenn ich die Führung mache und sage im Paradies, aber wir haben wirklich das Paradies. Hitzendorf mit rund 3600 Einwohnern ist eine Marktgemeinde mit Tradition und viel Kulinarik. Steirische Dorfwirt sind wir schon über 20 Jahre, aber vor 8 Jahren hat der Rudi und ich dieses Wirtshaus übernommen, dieses alte Traditionswirtshaus, das wunderschöne, und jetzt können wir einfach nicht loslassen. Ein typisch uriger steirischer Dorfwirt, weit über die Region hinaus bekannt. Ein Betrieb mit kulturellem Hintergrund, ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste aus nah und fern. Im großen, hellen Gastraum serviert der Wirt bodenständige Küche mit saisonalen Produkten von Bauern aus der Region. Zum Nachtisch können Sie sich noch mit Gaumenfreuden von der Chefin selbstgemachte Mehlspeisen, Rouladen und Torten verwöhnen lassen. In diesem steirischen Dorfwirt wird man von den Wirtsleuten Ilse und Rudi bestens bewirtet, um einen Tag mit Freunden gemütlich ausklingen zu lassen. Für diverse Feierlichkeiten stehen mehrere Räume zur Verfügung, in denen man vom Tagesgeschehen unabhängig gemütlich beisammen sein und feiern kann. Mit ca. 90 Sitzplätzen bietet der große Saal für größere Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Reisegruppen ausreichend Platz. Es ist auch insofern, dieses Haus hat Geschichte und Tradition. Schon der Hans Klöpfer, der Heimatdichter und Arzt von Köflach, ist da schon einmal eingekehrt. Denn sein Freund, sein bester Freund, der Peter Rosecker von Alpel, die haben sich in Graz getroffen und sind dann zusammengekommen und da hat er Pause gemacht, Stopp. Und dadurch ist ein Stüberl für ihn gewidmet, das Klöpferstüberl in dem Haus, wo er ein Porträt hinten lassen hat und drauf steht die Widmung: Wir ein Streißer Lavendel im Wäschkasten drin, so leichtes Bügel erinnern, wenn ich mal nimmer mehr bin. Über eine wunderschöne, schattige Terrasse, die zum Verweilen einlädt, gelangt man in das urige, historische Kellergewölbe des historischen Hauses. Und das Haus hat zum Glück noch einen uralten Keller, original Eiskeller noch dabei, den wir revitalisiert haben. Und da gibt es dann eben Weinverkostung von Österreich Weiß und Besichtigung und Führung Österreich Weiß. Österreich, wer weiß, wo Österreich ist. Österreich ist ein Ortsteil von Hitzendorf. Und da gibt es noch die uralte Rebsorte Österreich Weiß. Und Gott sei Dank ist sie nicht verloren gegangen. Grüß euch, heute machen wir ganz was Besonderes. Heute werden wir einen Pfingststrudel machen. Pfingststrudel ist Brauchtum früher in der Weststeiermark und den dürfen wir uns nicht vergessen heute geraten, weil das ganz was Besonderes ist. Das wird nämlich mit Liebstöckel gemacht. Dazu brauchen wir Mehl, Germ, Backpulver, Salz, Vanillezucker, Zucker, geriebene Zitrone, Butter, Rum und Milch. Jetzt werden wir das mit der Maschine zu einem glatten Teig verrühren. So, in der Zwischenzeit, wo der Teig rastet, machen wir die Fülle. Die Fülle, da brauchen wir einen Topf, dann tun wir Butter erwärmen. Da kommt das fein gehackte Luschkreidel rein und wird ein bisschen, bis es reduziert. Geröstet.
Zu Pfingsten gibt es ja auch den Pfingstlauter. Der Pfingstlauter, der wird auf Stoch aufgehängt. Und zwar bei solchen Häusern, wo ein überstandiges Madl daheim ist. Der Pfingststrudel ist ein traditionelles Germgebäck, welches meist zu Pfingsten gebacken wird und heute vor allem in der Weststeiermark noch verbreitet ist. Er ist vor allem für seinen süßlich-pikanten Geschmack bekannt, welcher sich auf die Zugabe von pikant schmeckendem Liebstöckel in die Fülle zurückführen lässt. Anders als der Name andeutet, handelt es sich dabei nicht um einen Strudel im eigentlichen Sinn. Jeden ersten Montag im Monat gibt es ein Musikantentreffen, um gemeinsam zu singen und zu musizieren. Eine weitere Gelegenheit, die kulinarischen Kostbarkeiten des steirischen Dorfwirtes in Hitzendorf, dem Kirchenwirt, zu genießen. Eine Eigenschaft, die dem Namen Dorfwirt Ehre macht. Musik.